Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. So, heute sind wir mit Edna dran, dann morgen wieder mit SAWA und dann läuft wieder alles normal. Ja. Achso, hier kam ich nicht hoch. Das hatte ich beim letzten Mal festgestellt. Okay, wir wollten ja eigentlich was machen, wo ich noch kurz Lust drauf hatte, aber dann werden wir jetzt erstmal noch schnell hier unten erkunden, weil wir hier noch nicht waren. Wir gehen jetzt erstmal zu der Tür hier. Schauen uns dann vielleicht noch das Graffiti an. Ah, hier sind wir. Okay, halt. Dann doch die Tür. Ah ja. Perfekt. Oh, hier Erst liegt vom ein... betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Ja. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Wie bringen wir Harvey denn dazu? Denn ich weiß, dass das die zweite Fähigkeit ist, dass wir Unterschriften fälschen können. Und das brauchen wir dafür definitiv. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Wie ist das Wetter in Wladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Majora's Mask? Natürlich ist mein erster Gedanke Zelda. Lichtschalter? Oha, ganz schön finster. Gute Idee. Gute Idee. Okay. Akten, Akten und Akten. Ah, okay. Aber wir können doch hier... Ah ja. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Ich weiß, dass wir das für irgendeine Aufgabe brauchten. Mann im Bienenkostüm. Wir gehen einfach mal alle durch. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, halt. Verdammt, habe ich hier irgendwo einen Stift. Also, wir werden auf jeden Fall diese ganzen... Sachen brauchen. Okay, einen Stift habe ich schon mal. Jetzt fehlt nur ein Zettel. Perfekt. Kann vielleicht doof wirken, aber ich werde mir das jetzt mal mitschreiben. Habe ich das nicht beim ersten Mal auch schon gemacht? Also bei Harveys neue Augen habe ich da nicht auch mal irgendwann mitgeschrieben? Okay. Schreiben wir einfach mal Biene, Doppelpunkt, erste... Male ich mal vier Beine und einen Körper und einen Kopf, damit ich weiß, dass es ein Tier ist. Schwarzes Pony. Immer als erstes? Also rein theoretisch könnte ich es mir auch aufschreiben, nachdem die Folge vorbei ist und ich sie mir nochmal ansehe. Wäre das vielleicht klüger? Schwarzes Pony. So, und Sport. Male ich mal einen Fußball, der... komplett dumm aussieht und nicht die übliche Form hat. Aber egal. Und erstens. Okay. Dann weiter Akten schnüffeln. Nicht schließen. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten... wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ball zweitens und Tier rote Katze. Okay. Ich komme da relativ schnell mit. Ja gut. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name... Drogelbecher. Erstes Haustier,
Ein grüner Hund. Besonderheiten wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, die Formen verwackeln jetzt eher, also das Tier und der Ball, weil ich mir jetzt aber auch merken kann, was was bedeutet. Los, komm, beim Sport immer als letzter, das wäre witzig. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere, Name Peter, erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Sportunterricht vorletzter Förder bedeuten soll, aber ich schreibe jetzt einfach mal vorletzter hin, so wie es ist. Und dann wird Hodi wohl letzter haben. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hodi. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, hätten wir soweit und ich bin mir sicher, dass das für irgendein Rätsel benötigt wird. Und wenn ich einfach normal auf Akten gehe... Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Ah, perfekt. Da müsste ich... Sind da die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Hey, Party People, was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Kann man auch noch die untere Schublade benutzen? Nee. Okay, dann gehen wir wieder raus und ich lege das mal hier irgendwo ab, wo Platz ist. Okay, dann schauen wir uns mal das Graffiti an. Vielleicht können wir ja mit dem Kuli noch was hinzufügen. Sehr gelungen. Mehr nicht? Okay. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Ah, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir kennen die Stelle ja noch. Lilly ist hier damals hochgekommen und hat hier somit angefangen. Das hier ist noch irgendwie ein alter Ofen, weil hier noch nicht diese vier Systeme dran sind. Und wir können diesmal sogar nach unten gehen. Und hier unten sind sehr viele Löffel. Und ein Loch. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Erinnert mich an Bernd das Brot und mit dem Vogel. Ihr habt ihn angestupst und Uri Keller. Naja, egal. Das Loch. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Es ist sie. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer ist das denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez die Mubbelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist sturer als ein Walfisch. Aber
Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Okay, und wie es vorangeht, wissen wir ja bereits. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Naja, das werden wir ja mal sehen, aber helfen könnten wir ihm vielleicht noch. Weil mir die Schaufel beim Barmann im Sinn schwebt. Oh, halt, was ist jetzt unser Inventar? Weil wir müssten eigentlich wegen Herrn Blase irgendwie oben die Antenne kaputt machen können. Ich weiß aber gerade nicht genau wie, mit der Zickzackschere vielleicht noch. Mal schauen, dann hätten wir das hier soweit auch geklärt. Okay, gibt's noch einiges. Ein richtiges Inferno. Oh, ich kann das echt aufmachen. Autsch, heiß. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Das sollte ich lieber nicht verfeuern. Vielleicht will ich noch einmal etwas bestellen. Und damit meine ich etwas anderes als diesen Stinkdrink. Sonst fällt mir da aber auch nichts ein. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ja, dann voran, Edna. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Das Manometer? Was ist denn Mano für eine Einheit? Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns irgendwas vollkritzeln. Schnell. Okay. Schnell. Wieso kommt das jetzt überall? Naja. Da wüsste ich dann weiter erstmal nichts. Okay, dann werden wir jetzt, bevor die Folge endet, aber noch tun, was ich am Anfang vorhatte. Und dafür müssen wir einmal schnell einen Kreis drehen. Wo auch immer der langführen soll. Oder wir erkunden den Raum hier noch. Gibt's doch bestimmt auch einiges zu tun. Wir fangen mal hier an, beim Topf. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Hui, das wird lecker. Was für ein Bein habe ich denn genommen? Ah, den Ketchup. Hui, das wird lecker. Ja, genau, ein Zehennagel. Ich habe gedacht, sie sagt jetzt irgendwas Lustigeres. Oh, große Überraschung. Leer. Da ist Besteck drin. Aber keine Löffel, oder? Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Ja, oh, mitnehmen. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ja, das müsstest du aber schon wissen. Also die Löffel hat halt dieser Almelio die ganze Zeit verbraucht. Aber wir haben noch einen Topf. Mit. Ah, perfekt. Spüle. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Meine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Oh, okay. Ah, oh, schade, lässt sie nicht dauerhaft an. Und dann gibt's auch Topflappen und Handtücher. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Oh nein, jetzt können wir sie doch gar nicht mitnehmen. Nanu? Die Sachen. Okay, schade. Dann gibt's hier vorne noch einen Speiseplan. Aber der wird erst später relevant sein. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet.
Aber noch ist der Plan leer. Ja, weil auch noch nicht Essenszeit ist. So, wir kommen von da hinten und können jetzt hier in zwei Richtungen weiter. Erinnere ich mich richtig, dass hier... Ah ja, genau, okay. So langsam habe ich das alles wieder im Kopf drin. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und... Wie sind wir denn durch diesen einen Ort durchgekommen? Also am schnellsten könnten wir hier wieder zurückkommen. Aber ich schau mal kurz, ob's... Nee, hier nicht, oder? Hä? Ach, ich bin rausgekommen, indem ich da lang bin. Ja, dann muss ich mich nochmal einsperren lassen. Oh, oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ja, das kennen wir schon. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist ohne... Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. So, und hier... Gut, jetzt sind wir wieder hier zurück. Das habe ich wohl vermasselt. Nee, Edna, passt schon. Ich habe ihn genug geärgert. Da kommt der nächste... Nein, nicht der nächste Ausgang. Und los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Oh. Jetzt ist er weg. Ich dachte, ich muss ihn noch mehr ärgern. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, hier unten ist er auch... Ach doch, er wird hier drin gewaschen, aber ich wurde gerade gerufen. Anscheinend weiß jemand nicht, dass ich aufnehme und deshalb sind wir jetzt sowieso schon 17 Minuten weit. Deshalb wird die Folge jetzt etwas kürzer und damit nicht noch irgendwer hier jetzt irgendwie ankommt. Oh cool, noch ein Kleiderbügel. Okay, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.